Hey, Stefan! Hallo! Hi. Na? Herzlich willkommen, komm rein. Ja, danke schön, komm rein. Hallo zusammen, ich bin hier im Fotostudio in Emden beim Klaus. Das ist das Fotostudio quasi, der Raum. Hat er mit zwei Kollegen zusammen gemietet. Wir sehen das, wir haben hier verschiedenfarbige Wände. Vor allem auch so ein Hintergrundsystem, wo man verschiedene Papierrollen rausspannen kann. Da steht zum Beispiel schon die 90er Softbox, die wir nachher benutzen, und das Beauty Dish. Also alles, was man so braucht. Ich führe euch mal ganz kurz durchs Studio. Wir fangen mal an hier mit der Küche. Sehr cool, hier so ein Moodboard nennt sich das, also einfach mal ein paar Bilder zu einem bestimmten Thema rausgesucht, an die Wand gehängt, sodass man halt, wenn man hier das Kaffee trinkt und mit dem Model schon mal ein bisschen quatschen kann, was man eigentlich machen will. Mache ich auch, ich mache es einfach digital, aber in Zukunft werde ich das öfter mal ausdrucken, finde ich super. Dann, wir sehen es auch an den Wänden, hängen überall Bilder von den Jungs. Finde ich cool, wenn ich mal groß bin und ein eigenes Studio habe, will ich sowas auch haben. So. Dann hier Mädchenumkleide, ja, also quasi das Umkleidezimmer mit dem Schminktisch. Dann Wall of Fame, da bin ich, wo halt Besucher fotografiert und aufgehängt werden. Dann haben wir hier auch einen Aufenthaltsraum mit Sofa und halt eben ein Regal voller Bücher und alter Kameras. Und auch das Lager mit dann eben den ganzen, dreh mich mal langsam, ganze Softboxen, was man halt so braucht in so einem Studio. Draußen haben wir noch das WC und das war's. Also, ich hoffe, das war interessant, das auch mal zu sehen. Bis gleich. Hallo zusammen, ich bin hier in Emden am Hafen. Da hinter uns ist der VW-Verlader, irgendwie ein Riesencontainer mit Tausenden von Autos, die da reingefahren werden, den ganzen Tag. Und hier sehen wir noch nicht ganz das Meer, aber quasi so das Meer. Also das Wasser ist schon salzig, das geht so ineinander über, das Ganze. Da hinten ist Holland. Und in die Richtung ist gerade kein richtiger Sonnenuntergang und wie wir sehen, ganz viele Windräder. Wir stehen hier, trinken Bier, genießen den Sonnenuntergang, warten darauf, dass es dunkel wird und dass hier hoffentlich irgendwie ein paar spannende Lichter angehen, dass wir noch ein bisschen rumfotografieren. Aber vor allem sind wir hier, damit wir so eine Ausrede haben zum Jever trinken. Ich habe endlich ein paar Jevers gefunden. Also, Prost und Tschüss. Ja. Sehr gut. Ich habe alle Filme. Aber da sind sehr geile Filme.